So, dann jetzt herzlich willkommen, ganz offiziell. Ich bin Anke Langner und Sie haben ja vorhin sich schon so schön über die Eignungsgespräche unterhalten. Bei dem einen oder anderen, vielleicht nicht bei Ihnen, war ich aber unter anderem dabei. Es waren aber immer unterschiedliche Gruppen, die die Eignungsgespräche vollzogen hat. Und es ist so, dass diese Eignungsgespräche formal ein Akt sind, vielleicht nochmal für Sie zur Auflösung. So, ich bin Professorin für inklusive Bildung in den Erziehungswissenschaften. Ein Schwerpunkt, der, glaube ich, nicht oder nur von 2 oder 3 gewählt worden ist beim Studiengang. Trotzdem hat Alexander Lasch, mit dem ich praktisch so ein Stück weit, ich bin Mitglied der Studienkommission, mitentwickelt habe, zumindest aus den Erziehungswissenschaften, mich gebeten, dass ich Ihnen so einen Einblick aus den Erziehungswissenschaften auf Themen der Digital Humanities gebe. Ich bin Professorin für inklusive Bildung, deswegen ist die logische Konsequenz, dass wir uns ein Stück weit auch mit Inklusion auseinandersetzen. Und das wird nicht das breite Feld der Erziehungswissenschaften sein, sondern es wird ganz spezifisch um Schule gehen. Ich bilde vor allen Dingen Lehrerinnen und Lehrer des Lehramtes hier oder Studierende des Lehramtes fort. Eigentlich ist das Format der Vorlesung nicht so besonders gut geeignet, um Inklusion zu vollziehen. Und Sie sind auch eine kleine Gruppe, deswegen würde ich auch empfehlen, gern direkt, ne? Also fragen Sie nach oder kommentieren Sie, wenn Ihnen irgendetwas komisch vorkommt. Ich würde Ihnen kurz mal also skizzieren, was das Verständnis von Inklusion ist. Ich habe ja vorhin auch schon mitbekommen, Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Bundesländern. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass Sie unterschiedliche Hintergründe oder Erfahrungen mit Inklusion in Schule haben. Gerade Menschen, die aus den westdeutschen Bundesländern kommen, haben meistens nochmal andere Erfahrungen mit schulischer Inklusion als die Studierenden, die aus Ostdeutschland oder aus Sachsen kommen. Die werden zum Beispiel kaum Erfahrung mit Inklusion haben in Schulen. Dann möchte ich mit Ihnen, und das können Sie wahrscheinlich relativ gut selber auch reflektieren, auf Schule schauen und die Rolle von Schule. Sie sind ja, also Sie müssen, wenn Sie hier sitzen, alle durch Schule gegangen sein. Also, und das ist oft beliebt, alle wollen immer mit bei Schule mitdiskutieren und alle glauben auch, dass sie mitdiskutieren können. Das ist so ein bisschen wie der Nationalmannschaftscoach im Fußball, so ungefähr ist das bei Bildung auch. Davon ausgehend, was man glaubt, was die Schule für eine Rolle spielt, werden wir uns nochmal anschauen, was sind Verständnisse von Lernen und Entwicklung, die ich grundlege. Das muss man nicht allgemein so teilen, aber das ist mein theoretischer Hintergrund, mit dem ich da rangehe und versuche Ihnen mal aufzumachen, was eigentlich ein inklusionsorientierter oder inklusionssensibler Unterricht aussieht. Und dann kommt die Digitalisierung ins Spiel. In der Inklusion wird Digitalisierung gerade ganz sehr intensiv diskutiert, weil man glaubt, Inklusion könnte man durch Digitalisierung lösen. Ich bin da eher eine Kritikerin und versuche Ihnen das auch aufzuzeigen, wo das Problem besteht. Und wir schauen uns dann aber an, was möglicherweise machbar wäre. Es gibt nämlich einen Schulversuch hier von der TU Dresden, den nennt sich Universitätsschule Dresden. Und in dem Schulversuch versuchen wir, Digitalisierung und Inklusion ganz anders zusammenzubringen. Das ist mein Handy, es tut mir leid. Ich muss mal hier was stecken. So. Und am Ende schauen wir auf den Aufbau von digitalen Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern. Dazu gab es das erste Mal 2018 eine Studie. Und wir gehen ja immer davon aus, dass Sie, wenn Sie hierher kommen und gerade so einen Studiengang machen, studieren, wahrscheinlich genau mit diesen Kompetenzen hierher gekommen sind. Vielleicht auch nicht. Schauen wir uns mal an. So, Inklusion. Inklusion ist eigentlich ein ganz altes Thema. In Deutschland ist es erst seit 2009 mehr oder weniger präsent. In den alten Bundesländern ist schon seit Ende der 70er, seit Anfang der 80er Jahren sind Bemühungen von Integration, das heißt die Einbindung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Schule eigentlich ganz regulär, zwar unterschiedlich umgesetzt, aber man sieht, die UN-Behindertenrechtskonvention, worauf Sachsen immer gerne sagt, oh Gott, das kam von heute auf morgen, mussten wir auf einmal Inklusion umsetzen, so ist es nicht. Das hat eine Geschichte seit den 80er Jahren und selbst schon nach der Wende 1994 gab es die sogenannte UNESCO-Weltkonferenz Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Da ging es das erste Mal darum, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Rechte haben in dem
im Bildungsprozess. Und eigentlich steht das auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, aber dadurch, dass man ein Schulsystem etabliert hat, was halt dreigliedrig ist, meint man, man kann sich da immer wieder gerne ausreden. Für die schulische Bildung ist der Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland 2009 ratifiziert hat und seitdem ein Menschenrecht, ein gültiges Menschenrecht in Deutschland ist. Der Artikel 24 beschäftigt sich vor allen Dingen mit Bildungsprozessen, mit vor allen Dingen auch allgemeinen Bildungsprozessen und formuliert ganz klar, dass es unabhängig der Rahmenbedingungen, die herrschen, ist das Recht ist, wenn ich in einer allgemeinbildenden Schule unterrichtet werden möchte, dann muss man mich da auch unterrichten. Ich weiß nicht, ob Sie so die Praxis kennen. In Sachsen steht im Schulgesetz, dass wenn ein Schulleiter ein für sich feststellt, dass das nicht möglich ist, dann kann er die Beschulung des Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf ablehnen. Das ist nicht UN-behindertenrechtskonform. Sie können sich auch gerne mal auf der Seite des Instituts für Menschenrechte in Berlin sitzt das. Das schaut sich an, inwiefern die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird, eine sogenannte Monitoringstelle. Und die erhebt immer wieder jahresweise die aktuelle Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Und sie sieht noch nicht so günstig aus für Deutschland. So kann man das, glaube ich, mal vorsichtig formulieren. Also es geht darum, allen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, nach ihren Ausgangsbedingungen zu lernen in Schulen. So, das ist die eine Säule, die halten wir mal fest, das ist die Idee von Inklusion. Die andere Säule ist, welche Aufgaben und Funktionen haben wir in Schule? Können Sie damit was anfangen? Entkulturationsfunktion, Qualifikationsfunktion, Selektion und Allokationsfunktion, Legitimationsfunktion. Haben Sie eine Idee, was, also Sie wissen ja alle, was Schule ist. Haben Sie eine Idee, was Qualifikationsfunktion von Schule meint? Ich würde jetzt einfach nur vom Wort halt ausgehen, dass es uns sozusagen, also SchülerInnen, qualifizieren soll. Genau. Hat den Auftrag herzustellen, dass Qualifikationen gesichert werden. Also dass zum Beispiel dass nach dem Gymnasium eine Vorstudie förmlich oder die Qualifikation für ein Studium gewährleistet ist, dass jemand, der einen Hauptschulabschluss hat, die Qualifikation für eine Berufsausbildung zum Beispiel hat. So, genau, das meine Qualifikationsfunktion. Darüber wird auch argumentiert, warum wir ein dreigliedriges Schulsystem haben, weil wir brauchen halt unterschiedliche Qualifikationen, der Weg des Akademikers und dann die Wege des Nicht-Akademikers. Selektions- und Allokationsfunktion, haben Sie da eine Idee? Selektion ist klar, was es heißt, Allokation, also eine Lokation, die Platzierung, den Ort schaffen. Was können Sie sich vorstellen darunter? Ich kann leider nicht so drüber weggucken. Nein, das okay, ich dachte jetzt, das hat was vielleicht mit der Einteilung im Gymnasium, Realschule und Hauptschule zu tun. Genau, die Selektion. Aber das ist ja eigentlich gar nicht mehr so aktuell, oder? Och, in Sachsen schon noch sehr. Aber ich dachte auch vielleicht, weil man Schwerpunkte wählen kann auf der Mittelstufe, Oberstufe, ob das damit vielleicht was zu tun hat. Nee, Sie sind schon richtig. Bei der Selektion geht es praktisch darum, dass ich muss die Qualifikation herstellen und man macht es gerne, indem man halt diesem dreigliedrigen Schulsystem, und also in Sachsen gibt es drei Gemeinschaftsschulen, in ganz Sachsen, das versucht man herzustellen, indem man sagt, okay, man muss homogene Gruppen bilden. Ne? Man muss erst die Gruppe der Hauptschüler bilden, dann die Gruppe der Realschüler und dann die Gruppe der Gymnasiasten. Das macht Sinn, aber was könnte denn in dem Sinne Selektion und Allokation bedeuten? Ja? Also to allocate heißt ja zuordnen, also einordnen und zuordnen, dass man sozusagen vielleicht die einzelnen Abschlüsse auch einordnen kann. Einfach. Naja, dass man praktisch sagt, okay, ich mache es mal ganz platt, ich habe den Müllfahrer, also ich habe Schülerinnen und Schüler, die ich in die Richtung bringe, dann habe ich Schülerinnen und Schüler, die ich bringe in Richtung eines Hochschulabschlusses. Genau, also dass man sie platziert, dass man es schafft, dass alle künftigen Arbeitstätigkeiten, die in einer Gesellschaft anfallen, ich auch praktisch durch eine Reproduktion von den entsprechenden Schülerinnen und Schülern schaffe, wissen wir, funktioniert schon lange nicht mehr mit dem demografischen Wandel. Aber das sieht immer noch Schule, und zum Beispiel ist die Argumentation für Noten basiert auf
ich muss selektieren und ich muss praktisch Schülerinnen und Schüler bestimmten Plätzen in der Gesellschaft zuweisen. Wir wissen inzwischen, dass das nur dazu führt, dass wir immer bildungsungleicher werden. Ne? Also dass wir eigentlich die Schere immer weiter auseinandergehen. Und die Selektion und Allokationsfunktion ist auch die Legitimation für das Förderschulsystem. Ne? Wir haben ja ein komplettes Schulsystem neben dem allgemeinen Schulsystem, nämlich das sind die ganzen Schulen mit Förderschwerpunkten. Legitimation hatten wir jetzt schon ein Stück weit. Ne? Also es ist eine Idee, sich selbst zu legitimieren. Enkulturationsfunktion. Es gab doch auch Kulturwissenschaftler unter Ihnen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie welche sind, aber ich weiß, dass ich welche gehört habe. Enkulturation, was könnte das heißen? Ja, sagen Sie ruhig. Also vielleicht so unter dem Motto, dass man einfach so gewisse gesellschaftliche Standards weitergibt. Also genau. Auch ein Kulturgut weitergibt. Genau, also der Generationenvertrag, ne, immer ja. Wieder wird es reproduziert. Das ist auch Teil und Aufgabe der Schule. Funktioniert manchmal weniger gut, manchmal besser. Ne? Also wissen wir, wenn Generationen sich nicht gut miteinander verstehen, wird es dann immer schwieriger. Das ist eine Strategie oder eine Systematik, die der Helmut Fendt ist der bekannte Erziehungswissenschaftler, der praktisch diese Funktion von Schule hergeleitet hat. Das heißt nicht, dass eine Schule sagt, ich muss die Funktion vollziehen, sondern das ist eine Systematik, die man theoretisch draufgelegt hat. Terhardt, auch einer der Erziehungswissenschaftler, hat erst in neuerer Zeit formuliert, eigentlich hat die Schule die Aufgabe, Lernen zu organisieren. Jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie noch an Ihre Schulzeit denken, wie sah die Organisation Ihres Lernens aus? Oder was würden Sie beschreiben, hat Ihre Schule an Ihrem Lernen organisiert? Wir hatten so Methodiktage. Ja, das ist schon richtig viel. Ja, ja, es gab so einmal im Jahr vielleicht. Mhm. Und das wird so das, was mir einfällt, aktiv Lernen organisiert wurde, wo man es halt beigebracht hat. Wie man aber Sie sind, Sie sind ja mehr als ein oder zwei Tage in die Schule gegangen. Was waren an den restlichen Tagen? Was haben die Ihnen da organisiert für Sie im Lernen? Es war vielleicht ein bisschen impliziter, wie eben die LehrerInnen das für sich dann organisiert haben. Okay, das ist interessant, was Sie für eine Vorstellung von Lernen haben, nach Ihren Antworten. Was meinen die anderen? Ja, also ich würde jetzt vielleicht sagen generell, dass man eine Struktur hat, jeden Tag so zur Schule zu gehen, dann und dann ist das Fach, da lernt man ja auch was und dieses Organisieren, dass man halt einen festen Ablaufplan hat, wie was funktioniert. Nicht, dass man, wie man das ja wegen Corona zum Teil hatte, zu Hause sitzt, dann hat man seine Aufgaben und muss das selber machen, sondern dass die Schule schon das vorgibt. Ihnen eine Struktur gibt. Genau. Mhm. Okay, was wollten Sie noch sagen? Wir hatten, um die Richtung sozusagen zu unterstützen, so einmal die Woche, glaube ich, so eine Stunde Lernen. Also halt psychologische Ansätze zum Thema, wie lernt man dies, das, anders. Und aber Lernen zu organisieren, vielleicht auch, wie man sich sozusagen auf Klassenarbeiten vorbereitet, selber. Weil letztendlich Schule ist ja jedes Jahr aufs Neue ein neuer Versuch, besser zu werden oder andere Methoden für sich zu entdecken. Und letztendlich hat man ja auch jedes Mal die Vorbereitung darauf auf Klassenarbeiten. Hey, diesmal habe ich, keine Ahnung, 3 Wochen vorher angefangen, war zu viel, habe die Hälfte vom Anfang wieder vergessen, sowas. Aber sehen Sie, das wird doch bei keiner Klassenarbeit mit eingerechnet, oder? Dass Sie sich eigentlich von jeder Klassenarbeit, also was ich finde ich total super, wenn Sie praktisch, wenn das immer mit eingerechnet wird, wie Ihr Veränderungslernprozess in die Klasse, also um eine Klassenarbeit zu schreiben ist, dann würde ich sagen, da geht es jetzt um Lernen. Das ist eher so Ihres, was Sie daraus gemacht haben. Aber es wird deutlich, Lernen zu organisieren, ist nämlich eine spannende Frage. Was heißt denn eigentlich Lernen zu organisieren? Schule macht eigentlich nichts anderes, als sie gibt Ihnen die Fächer vor, die Stundentafel, die nicht mal die Schule vorgibt, sondern meistens das Ministerium, und die organisiert, dass es einen Ablauf von bestimmten Fächern gibt und sie in einem bestimmten Raum mit einem bestimmten Lehrer sind, den man am Anfang des Schuljahres gewürfelt festgestellt hat oder wie auch immer. Ne? So, und sie müssen eine Stundentafel erfüllen. Das hat erstmal eigentlich noch nichts mit Lernen zu tun, sondern ist eine Struktur, die manchen Schülern auch hilft, damit es eine gewisse Routine bekommt und immer Gleichheit hat. Okay, so, jetzt wurde schon immer deutlich, dass die Frage ist, was ist denn eigentlich Lernen und was ist Entwicklung? Darüber hält man in der Regel in den Erziehungswissenschaften ein ganzes Semester und noch länger kann man Vorlesungen halten. Deswegen
kann ich Ihnen jetzt hier nur so kleine Elemente mitbringen, die aber gleich relevant sind, wenn wir in die Universitätsschule schauen. Eins, was wichtig ist, ist Emotionen öffnen und schließen das Gehirn. Haben Sie da eine Vorstellung zu Ihrem Lernprozess, zu Ihrem eigenen Lernprozess? Also zum Beispiel, ich war schlecht in Mathe, weil ich halt jedes Mal Schiss hatte vor der Klausur und dann konnte ich mich immer nicht so viele Sachen erinnern. Das ist auch so eine Sache, die meine Mutter mir tatsächlich beigebracht hat, eher, wenn ich während der Klausur halt nicht in Panik geraten, weil bei Panik kann ich mich halt an nichts quasi erinnern und dann funktioniert das halt nicht. Aber so an der Schule an sich habe ich das, glaube ich, überhaupt nicht gelernt. Also ich habe gerade versucht, aktiv darüber nachzudenken, wann wir das gelernt haben. Also für Kontext, ich war in Rheinland-Pfalz, habe ich mein Abitur gemacht und auch alles davor. Und ich glaube, in der 5. Klasse haben wir darüber gesprochen und in der 11. Klasse haben wir mal darüber gesprochen. Aber so wirklich gelernt habe ich das nicht. Und das habe ich halt spätestens an der Uni gemerkt, dass ich da bin ich dann in Probleme geraten. Genau. Also, das eine ist halt, wie ich begegne in der Stresssituation. Das ist, meinen Sie, mit nicht in Panik geraten, vielleicht auch ein Angstmanagement zu entwickeln, ne, weil der eine kann das besser wegstrecken, der andere kann das halt schlechter wegstrecken. Das meinst du gar noch, aber daran können Sie sich vielleicht auch erinnern, wenn Sie mit einer Freundin oder mit einem Freund gelernt haben und Sie hatten Spaß, dann war das meistens, ging das ganz schnell, ohne Probleme. Man hat ganz viel Blödsinn noch zwischendurch gemacht. Wenn aber gerade jemand, weiß ich nicht, Sie haben gerade Angst um eine Person, die ist im Krankenhaus, was auch immer, oder Sie trauern gerade um, weiß ich nicht, das Meerschweinchen oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die Sie emotional eher negativ belasten, dann können Sie sich meistens Dinge viel, viel schwerer merken. Das meint dieses Emotionen öffnen und schließen. Und folglich können Sie natürlich unter Paniksituationen auch nichts abrufen, ne? Weil das hat den gleichen Effekt. Und das ist immer, man sagt immer, wenn Sie positive Gefühle haben, wenn Sie sich positiv fühlen, dann geht Lernen schneller und natürlich auch das Abrufen von Lernen geht besser als in einer Stresssituation oder einer Angstsituation oder auch in einer emotional belasteten Situation. Und manche versuchen das dann mit Schokolade zu kompensieren, aber das ist halt, ne, das wird nie diese Glücksgefühle oder dieses sich wohlfühlen erzeugen. Also das ist ganz wichtig und das vergisst Schule ganz häufig, ne? Denen ist meistens egal, unter welchen Bedingungen sie Klausuren schreiben oder wenn Sie gerade morgens reinkommen und es geht Ihnen heute nicht gut, dann ist trotzdem egal, wenn eine Beweisführung in Mathe dran ist, ist die halt jetzt dran. Das interessiert dann nicht, welche Emotionen da vor Ort sind. Und das macht es auch schwierig und deswegen bleibt so vieles auch auf der Strecke, weil nicht alle Schüler können zur gleichen Zeit das Gleiche lernen, weil sie nicht alle, schon alleine nicht alle die gleichen Emotionen in dem Moment haben. Lernen findet immer im Dialog statt. Das versuchen wir hier gerade, weil ich könnte Ihnen das natürlich auch monologisieren und dann würden Sie auch sagen, ich habe heute ganz viel gehört. Aber Sie haben es halt auch nur gehört. Immer wenn Sie mir jetzt eine Antwort geben oder eine Frage stellen, werden Sie selbst tätig und wir gehen in Dialog. Und dann findet eigentlich schon immer ein Verinnerlichungsprozess statt. Deswegen ist das mit dem klassischen Schulunterricht auch immer schwierig, weil da steht jemand vorne, der erzählt in der Regel immer ganz viel und alles. Und der lernt damit. Der wird nämlich immer besser in dem, was er vorträgt. Aber die Schülerinnen und Schüler müssen irgendwie schaffen, mitzuschreiben oder Sie als Studenten in Vorlesungen, Sie müssen irgendwie versuchen, mitzuschreiben. Aber Sie können ja gar nicht tätig sein. Sie müssen nur versuchen, mitzuschreiben auf der Folie. Was hatten die gerade gesagt und was war für mich gerade interessant? Und deswegen müssen Sie in der Regel dann auch immer alles wieder auswendig lernen, weil Sie sich aus dieser Vorlesung nur etwas vielleicht mitgenommen haben, als ich gerade vom sterbenden Hamster geredet habe und Ihnen ist der wirklich mal mit 8 Jahren gestorben und Sie haben sich dann nicht wohl in Schule geführt und deswegen merken Sie sich. Also das ist wichtig, wir brauchen solche Verankerungen. Kein Lernen ist unter isolierenden Bedingungen möglich. Isolierenden Bedingungen, das ist zum Beispiel solche Sachen, wie es auch zu Corona gab. Ich kann besser, wir sind ein soziales Wesen, der Mensch, und wir können besser lernen miteinander als ganz alleine. Und isolierend meint halt auch, bezogen auf Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf, natürlich lerne ich mit Kindern viel besser zusammen, die nicht alle eine Sprachstörung haben, als wenn alle miteinander, der eine stottert, der andere lispelt und so weiter, dann werden sie nicht so gut Sprache lernen, wie wenn sie eigentlich mit vielen anderen zu tun haben, die viel besser als sie sprechen. Das zum Beispiel ist das auch bei Fremdsprachen. Ne? Sie lernen, wenn alle das gleiche Niveau auf Englisch haben, lernen sie nicht besonders viel möglicherweise. Wenn sie aber nach England fahren, um die Sprache zu lernen, dann lernen sie die relativ schnell. Lernen braucht Bedeutung und muss sinnvoll sein. Das meinte ich vorhin schon mit dem Hamster. Wenn man etwas an eigene Erfahrungen, an eigene Bilder dranheften kann, dann merkt man sich es schneller.
Und Sie haben bestimmt Fächer gehabt in der Schule, die, von denen wissen Sie nichts mehr. Nichts mehr wissen Sie. Weil Sie haben es nur gelernt, um jeweils die nächste Klausur zu. Es war für Sie nicht sinnvoll und es war, hatte auch für Sie keine Bedeutung. Und dann stand manchmal trotzdem ein Lehrer vor Ihnen und hat Ihnen erzählt, wie bedeutungsvoll dieses Wissen ist. Wahrscheinlich finden Sie ja auch Professoren, die Ihnen genau dieses bedeutungsvolle Wissen bieten. Und Sie werden es trotzdem nicht erinnern können. Weil halt wirklich alles, was wir verinnerlichen, muss für uns, für jedes Individuum an sich sinnvoll sein. Die Bedeutung, die können wir kulturell teilen. Aber die Sinnhaftigkeit, die liegt in jedem selbst. Sprich, ich kann jetzt versuchen, hier Kopfstände zu machen, Ihnen noch so viele Beispiele. Ich komme nicht an Sie ran. Ich weiß nicht, was für Sie sinnhaft ist. Das können nur, für Sie, können nur Sie selbst für sich entscheiden. Ich kann Ihnen nur Angebote machen, ne? Und das ist natürlich bei Studenten einfacher als bei Schülerinnen und Schülern, die am Ende eine Klausur schreiben müssen. Das Gehirn ist ein biosoziales Organ, das ist halt wichtig. Alles, was in Ihrem Kopf passiert ist, ist passiert, weil Sie im Dialog mit anderen waren. Ne? Also wenn Sie als Kind sich entwickeln, Sprache lernen, dann passiert das nicht aus sich heraus, sondern weil mit Ihnen Bezugspersonen gesprochen haben. Dass Sie wissen, dass das ein Tisch ist oder dass das die Farbe rot ist, das wissen Sie auch nur, weil das Ihnen jemand ganz liebevoll immer wieder gesagt hat, wenn Sie da drauf gezeigt haben als Kleinkind. Und wir wissen zum Beispiel nicht, ob wir hier alle das Rot sehen. Wir wissen aber alle, dass es kulturell vermittelt ist, dass das rot ist. Ne? So. Und das ist ganz wichtig bei Lernprozessen und das macht eigentlich Schule ganz schwierig. Und wenn man dabei bleibt, dass Lernen sinnhaft sein muss und Lernen Bedeutung braucht, dann heißt es eigentlich, dass ich immer, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern arbeite, muss ich eigentlich immer ihre Wirklichkeit reinholen. Wenn ich als Lehrerin vorne stehe, wie ich das jetzt mit Ihnen mache, erzähle ich Ihnen meine Wirklichkeit. Eigentlich müssten wir jetzt sofort das auflösen, die Vorlesung, und sagen, so, was ist für Sie Lernen? Was haben Sie bisher gemacht? Wie haben Sie gelernt? Und jetzt versuchen wir herauszufinden, was diese Art von Lernen mit Inklusion zu tun hat oder auch mit Digitalisierung. Ganz wichtig, Lernen muss immer den jeweiligen entsprechenden Entwicklungsniveaus entsprechen. Das heißt, ich muss eigentlich immer differenzieren, weil nie haben alle das gleiche Entwicklungssituation oder Lernvoraussetzungen. Sie kommen mit ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Selbst wenn Sie 4 Jahre in der gleichen Klasse waren, haben Sie alle unterschiedliche Lernvoraussetzungen. Man weiß nicht, wo die einen am Wochenende waren. Sie wissen nicht, was gerade in den jeweiligen Familien ist. Das ist aber relevant für den Lern- und Entwicklungsprozess. So, und was machen wir jetzt? Schule abschaffen. Wenn man jetzt auf Inklusion nochmal schaut, die Grafik kennen Sie, das Bild kennen Sie wahrscheinlich, es ist ein sehr beliebtes für in der Inklusion. Wenn man jetzt auf Schule schaut, muss man sagen, also eigentlich ist das Ziel in Schule, Chancengerechtigkeit herzustellen. Chancengleichheit kann man gar nicht herstellen. Na, es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass die Schüler, die mehr Unterstützung brauchen, auch mehr Unterstützung bekommen müssen. Es geht darum, dass alle immer Anerkennung und Wertschätzung bekommen dafür, das, was sie können oder was sie auch nicht können, dass sie als Mensch da sind und sie sollen praktisch als solcher wertgeschätzt werden. Da können Sie bestimmt alle Geschichten erzählen, wenn Sie Ihre Fachlehrer durchgehen, die Sie so im Abitur hatten, wie viel Wertschätzung Sie von den jeweiligen erfahren haben. Und es gab bestimmt immer Lehrer, von denen Sie gar keine Wertschätzung erhalten haben und von anderen wiederum sehr viel. Und dann ist immer die Frage, warum haben Sie diese Wertschätzung bekommen oder war es eigentlich nicht eine Wertschätzung, sondern war es Ihnen ein Loben dafür, dass Sie so eine gute Leistung in dem Fach vollbracht haben. Und Wertschätzung meint was anderes. So, Minimierung von diskriminierenden und marginalisierenden Prozessen, habe ich das Wort wieder vergessen, das meint vor allen Dingen, dass man nicht ausgeschlossen wird, aufgrund von keinem Merkmal, aufgrund von keinem Verhalten, sondern halt eben immer wertgeschätzt und anerkannt. Und dass alle Teil von Schule sind, egal was man so mitbringt. Jeder hat seinen eigenen Lebensrucksack und der ist ganz unterschiedlich. Selbst unter denen, die alle keinen sonderpädagogischen Förderbedarf haben oder keinen Migrationshintergrund haben, ist der Rucksack trotzdem ganz unterschiedlich. Und das Wichtige ist, die Folge davon ist, man muss Binnendifferenzieren. Binnendifferenzieren ist ein klassischer erziehungswissenschaftlicher Begriff, das heißt, zu einem Zeitpunkt können alle was Unterschiedliches lernen, obwohl sie sich alle zusammen in einer Gruppe befinden. Das haben Sie wahrscheinlich in der klassischen Schule eher weniger erfahren, sondern Sie haben vor allen Dingen ein gleichschrittiges Lernen erfahren. Das heißt, der Lehrer hat vorne gesagt, was Sie zu tun haben und dann haben Sie das alle jeweils gemacht. In guten Fällen haben Sie manchmal noch unterschiedliche Materialien bekommen, unterschiedliches Unterstützungsmaterial.
Und es muss nicht, darf nicht mehr darum gehen, wir hatten vorhin, es gibt diese Teilung Hauptschule, Realschule, Gymnasium und dann vielleicht noch diese Förderschulen. Das beruht darauf, dass man homogene Lerngruppen bildet, weil man glaubt, und das ist ein Mythos, der ist nie nachgewiesen worden in den Erziehungswissenschaften, aber man glaubte, indem alle so gleich wie möglich sind, können die besser lernen. Aber wenn wir schon alleine hier hinschauen, sie zusammen, worin sind sie gleich? Dass sie alle das okay gekriegt haben, alle eine Hochschulzugangsberechtigung gekriegt haben und dass sie alle praktisch das okay bekommen haben, dass sie diesen Studiengang studieren sollen. Was ist noch gleich? Die Haarfarbe ist schon nicht gleich. Die Augenfarbe ist schon nicht gleich. Die Größe ist nicht gleich. Ne? Also man kann eigentlich das, was man in Schule erzeugt, wo man glaubt, man ist gleich, das Alter ist wahrscheinlich auch bei Ihnen nicht mehr gleich, was in der Schule ja meistens immer noch zu einer Homogenisierung führt. Na, man glaubt in Schule, man nimmt das Alter, man nimmt bestimmte Notendurchschnitt und schon sind die Schülerinnen und Schüler gleich. Absurd. Der eine kann die ganze Zeit gespickt haben und die Noten erzeugt haben und der andere kann sogar eine Hochbegabung haben und erfüllt die Noten. Und trotzdem sind es nicht gleiche Schülerinnen und Schüler. So, also muss es dahin gehen, deutlich stärker zu individualisieren. Und da kann uns Digitalisierung sehr gut weiterhelfen. Okay. Und bevor ich Ihnen praktisch mit Ihnen den Ausflug in die Universitätsschule mache, das ist klassisch für die Digitalisierung gerade in Schule. Vielleicht kennen Sie auch das eine oder andere und haben es selbst noch erlebt. Also erstmal geht es immer um diese Hardware-Ausstattung und die Netzanbindung. Dann ging es vor allen Dingen unter Corona vor allem um Videokonferenzsysteme. Immer wieder ploppt auch mal Lernmanagement-Software auf. Manchmal sind es auch Tutorial-Systeme. Dann wird der Markt gerade ganz groß, was die Lern-Apps betrifft. Ne? Also da gibt es so einen Konkurrenzprozess, wer es besser kann. Die Anton-App gehört zur Grundschulausstattung inzwischen dazu. Die E-Books, es gibt immer wieder auch Apps zum Experimentieren. Da könnte man immer sagen, na, das geht schon in Richtung Inklusion möglicherweise, nämlich dann, wenn ich eigentlich nicht alleine experimentieren könnte, weil mir fehlen beide Arme, was auch immer, dann könnte sowas durchaus schon auch im Sinne der Inklusion sein. Dann gibt es ganz viel zur Unterrichtsorganisation, dieses Novum, dass man jetzt die Noten bekommt, bevor man am Abendbrottisch sitzt mit den Eltern und keine Chance mehr hat, sie vorzubereiten, sondern die Eltern wissen schon, was ich für einen Test gemacht habe. Ich weiß immer nicht, ob das wirklich so günstig ist. Dann gibt es die ein oder anderen Werkzeuge zum spielerischen Lernen und natürlich Lernvideos. Das ist das, was in Schule eigentlich diskutiert wird. Und im Kontext von Inklusion habe ich Ihnen auch noch ein paar Produkte mitgebracht. Ganz klassisch ist diese gestützte Kommunikation. Wissen Sie, was Sie meint, gestützte Kommunikation? Ist eine Idee? Nicht unterstützte, sondern gestützte Kommunikation. Menschen, die keine Sprache haben. Aus welchen Gründen auch immer, entweder aufgrund von einem Schlaganfall irgendwann nicht mehr sprechen können oder auch Kinder, die praktisch ohne die Möglichkeit des Sprechens aufwachsen. Das ist dieser sogenannte Alpha-Talker, den gibt es in der Behindertenpädagogik schon seit den 80er Jahren, aber da war es praktisch immer so ein Stück Papier, was man reinlegen musste und man musste das vorher praktisch besprechen. Also man hat dann einen Satz an einer Stelle hinterlegt und den hat meistens der Lehrer oder irgendeine Bezugsperson hinterlegt und dann konnte man, in dem dann ganz mechanisch draufgedrückt worden ist, ist wie so eine Kassette abgespult worden und dann kam das. Und das ist natürlich jetzt digital, das funktioniert viel einfacher und damit muss man nicht irgendwie die Kassetten aus, Sie können sich vorstellen, Sie können ja nicht irgendwie so ein riesengroßes Talker mit so viel Funktion, Sie hatten meistens immer nur einen Talker, der hatte genauso viele Tags, die Sie hier auch haben, ne? Das sind 5x5, 25 Sätze. Das ist nicht viel, wenn Sie mit 25 Sätzen durch den Alltag kommen sollen. Also hatte man dann immer mehrere Wechselelemente und das ist natürlich sehr umständlich. Und das hilft natürlich wunderbar. Und diesen Stift kennen Sie vielleicht, oder? Haben Sie vielleicht sogar noch gespielt mit dem Tiptoe-Stift? Na, wenn Sie irgendwann Kinder haben oder wenn irgendjemand mit Kind mal bei Ihnen vorbeihüpft, dann ist es gern beliebt bei kleineren Kindern, weil man den Kindern ein Buch in die Hand drücken kann und so einen Stift und der Stift liest dann an bestimmten Stellen einfach was vor. Und das ist natürlich auch ein wunderbares Unterstützungsmedium, ne, das man in Schule einsetzen kann, weil man kann selber den Stift auch besprechen und man kann damit Lernmaterialien nochmal mit einer anderen Unterstützungsmöglichkeit hinterlegen. Also deswegen hier Vorlesestift oder auch sogenannte Vorlese-Apps.
sind natürlich ein wirkliches Instrument, um auch Schülerinnen und Schüler, die diese Sprachlichkeit nicht haben oder die noch nicht verstehend lesen können, damit zu unterstützen. So, was aber überhaupt noch nicht, wo wir überhaupt noch nicht, und das ist schön, dass wir in der SLUB oder im Räumen der SLUB sind, wo wir überhaupt noch nicht dran sind, ist, das Schulbuch als Schulbuch in seiner Linearität aufzulösen. Ja, das machen wir immer, da gibt es meistens das i-Schulbuch, aber mehr machen wir noch nicht. Wir nutzen das noch gar nicht weiter. So. Dann wird häufig in Schule der Smartboard gern eingesetzt, ne? Oder irgendwelche anderen digitalen Elemente vorne. Wieso lachen Sie? Das ist einfach, also bei uns hat es, denke ich, so angefangen. Also wir waren so die erste Generation der Smartboard. Und es ist halt einfach lustig, wenn man so Mitte 40 bis Mitte 60-jährige Lehrer hatte, die dann plötzlich ein Smartboard benutzen mussten, durften, konnten. Wollten, sicherlich auch das. Und das einfach lustig ist, weil die einfach nicht, also das technische Verständnis und die Möglichkeiten einfach nicht da, weil sie einfach nicht geschult wurden, durchgängig, um mit diesen Boards wirklich gut klarzukommen und auch schnell klarzukommen. Ja, und es wurde praktisch ja wie ein Tafelersatz verwendet. Ja, genau. Und das ist da stand dann plötzlich dieses Ding und jahrzehntelang Tafelbilder mussten jetzt umgewandelt werden in ein Smartboard. Ja. Und das hat halt einfach... Genau, und das ist nämlich auch genau das Problem. Ne? Also eigentlich hat diese Technik wahrscheinlich Möglichkeiten, die auch für Inklusion genutzt werden können. Aber wenn man das wieder weiter für den klassischen lehrerzentrierten Unterricht und alle machen das im Gleichschritt nutzt, wird es schwierig. Dann ist natürlich, das haben Sie, das kennen Sie vielleicht auch noch nicht so extrem, aber inzwischen durch diese iPad-Klassen, das kann gut dazu auch führen, dass jeder nur noch vor seinem iPad sitzt. Und damit sind sie nicht mehr im Dialog, ne? Sondern dann geht es eigentlich, diese vielleicht auch genutzte Möglichkeit der Individualisierung führt dann dazu, dass es eigentlich zu einer Vereinzelung oder zu einer Vereinsamung von Schülerinnen und Schülern kommt. Und wir haben ja vorhin gesagt, nein, Entwicklung und Lernen findet miteinander statt. Und jetzt können Sie sagen, ja, auch mit der Maschine findet sie statt. Ja, durchaus. Aber maschinelles Lernen ist wieder was anderes als soziales Lernen und miteinander in den Dialog. Aber da streite ich mich auch gerne mit Kollegen, die eher das maschinelle Lernen interessant finden. Auch diese Verlagerung, ne? Also das haben wir vor allen Dingen durch Corona gesehen, dass man gesagt hat, okay, es gibt jetzt ganz viele Videoinstruktionen hier, wie der Mathelehrer Herr Schmidt, der ganz beliebt ist und der das auch sicherlich super macht, aber wenn ich praktisch nur das benutze, um den Input in ein Videotutorial zu überlagern oder umzulagern, dann bin ich auch nicht weiter in der Inklusion. Ne? Da habe ich die Technik auch noch nicht genutzt. Und das andere Problem ist, das ist wahrscheinlich bisher in Schule noch gar nicht so aufgeploppt, aber das Digitale ist ja nicht heißt nicht, dass es barrierefreier ist, sondern im Gegenteil, für viele Menschen gibt es da neue Barrieren auf einmal im Lernen oder auch in der Auseinandersetzung. Ne? Also von dem klassischen, was kann ich sehen, was kann ich hören, bis halt hin auch, wie kann ich es nutzen, ne? Anhand der Lehrerinnen und Lehrer. Also so einfach ist es mit dem Digitalen nicht. So, und jetzt machen wir praktisch nochmal eine Schleife. Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, okay, also Inklusion heißt, jeden Einzelnen zu begleiten in der Entwicklung und für jeden seine Entwicklung so gut wie möglich zu unterstützen. Und wenn wir das nochmal aufdröseln, stellen wir fest, okay, wenn wir auf den einzelnen Schüler schauen, heißt das, dass ich zum einen die Lerninhalte differenziere. Also wir könnten jetzt auch sagen, wenn wir die Vorlesung auflösen, es müsste jetzt möglich sein, dass sie alle an unterschiedlichen Inhalten arbeiten. Dass sie unterschiedliche Zeit haben und dass sie das mit ihren Kommilitonen machen oder auch nicht mit ihren Kommilitonen. Aber es muss immer die Möglichkeit auch bestehen, dass sie das mit Kommilitonen machen. Und wenn ich das versuche so zu denken, also nicht mehr im gleichschrittigen Unterricht, dann heißt es, ich muss einerseits organisieren, dass ganz viel unterschiedliches Lernmaterial vorhanden ist, dass ich auch die Räume dazu habe. Das heißt nämlich, es können ja dann auch nicht mehr alle zusammensitzen, wenn die einen in Gruppenarbeit arbeiten und die anderen nicht in Gruppenarbeit arbeiten, dann ist das eine andere Lernpegel. Ich muss es schaffen, dass ich die unterschiedlichen Lehrerinnen und Lehrer als Ansprechpartner habe, weil wenn Sie jetzt eine Frage von Physik haben und Sie haben nur den Biolehrer, wird das ab einer bestimmten Altersgruppe schwierig. Ne? Dann wird der Lehrer sagen, weiß ich nicht, ich bin Physik und nicht Bio.
Und sie müssen auch ermöglichen, dass nicht alle zur gleichen Zeit den gleichen Test schreiben, weil es haben sich ja alle mit anderen Sachen auseinandergesetzt. Also können die ja gar nicht alle den gleichen Test schreiben. Wenn sie das machen, müssen sie zur gleichen Zeit aber sicherstellen, bisher war das ja so, das kennen Sie bestimmt auch so, wir gehen jetzt das Lehrbuch durch und alle waren am gleichen, hatten den gleichen Stand und wenn sie krank waren, wussten sie, die Seiten dazwischen müssen sie bearbeiten. Wenn ich sage, sie arbeiten alle an unterschiedlichen Sachen, kann ich kein Lehrbuch mehr haben. Gut, ich könnte noch sagen, okay, der eine macht das Kapitel 1, der andere das Kapitel 2, Kapitel 3, aber es macht schon von der Logik nicht mehr Sinn, ne? Weil es nicht mit dem Umblättern weitergeht, sondern jeder arbeitet das für sich. Dann muss ich aber auch mir irgendwie merken, Sie kennen vielleicht noch diese klassischen Klassenbücher, mit dem, die aussah wie das Hausaufgabenheft in groß. Und da wurde ja praktisch auch nur so in einer Zeile geschrieben, was gemacht worden ist. Das müssten Sie ja dann für 28 Schüler machen. Also brauchen Sie eine andere Art der Dokumentation. Was haben die einzelnen Schülerinnen und Schüler gemacht? Und mit welchem Erfolg haben Sie es gemacht? Weil das natürlich wichtig ist. Sie müssen ja natürlich was lernen. Es geht ja nicht darum, Schule werden wir nicht auflösen können. Sie sollen immer noch qualifiziert werden. Okay? Können Sie bis dahin folgen? Gut. So. Also, wir sagen, wir nehmen jetzt keine Apps für das Digitale, sondern wir müssen uns jetzt etwas suchen, was dokumentiert, welcher Schüler macht was und es schafft, dass die Schülerinnen und Schüler das Material bekommen, was sie wirklich gerade brauchen. Und im besten Fall, vorhin habe ich Ihnen gesagt, das Lernen muss sinnhaft für die Schülerinnen und Schüler sein. Im besten Fall dürfen die sich selber ihre Frage stellen. So sind sie übrigens groß geworden. Ihre Eltern für ihre Eltern gab es mal eine Zeit, da haben sie nur was, warum, wieso, weshalb gefragt und die sind fast wahnsinnig geworden. Damit haben sie sich aber gerade in der Vorschulzeit die Welt erschlossen. Was schätzen Sie denn, wie lange Sie gebraucht haben in der Schule in der Regel, bis Sie solche Fragen nicht mehr gestellt haben? Eine schöne Studie dazu. Also bis zur Schulzeit fragen alle, ganz viel, alle Menschen Löcher im Bauch. Was tippen Sie denn? Wie viele Schuljahre, Schulmonate brauchten Sie, dass Sie nicht mehr gefragt haben, was, wieso, warum, weshalb? Ein Jahr. Ein Jahr? Wer tippt noch was? Es gibt besondere Persönlichkeiten, die vielleicht nicht im Durchschnitt liegen, aber es gibt auch Personen, die immer alles hinterfragen. Ich habe auch so einen Sohnemann, dem ist alles egal, was die anderen von ihm denken. Er sagt immer, nee, warum, wieso, weshalb. Aber es machen wenige Menschen. Aber was denken Sie, was im Schnitt war? Wenn Sie 12 Jahre ist, hat es nie. Wir hatten 2 Jahre, 1 Jahr? 6. Ach, Sie sind alle viel zu optimistisch. Ein halbes Jahr. Danach hat man gesehen, dass die Schüler sich angeeignet haben, wie man Fragen stellen muss. Die Lehrer wollen nämlich gar keine realen Fragen haben. Die spielen Theater. Schule ist nichts anderes als ein Theaterstück aufführen. Also 6 Monate und sie brauchen viel und lange Zeit, um wieder diese Fragen sich anzutrainieren. Das ist noch viel schlimmer. Das lernen wir gerade in der Universitätsschule kennen. Da sind dann Schüler, die kommen nach 4 Jahren Regelschule wieder zu uns. Und mit denen müssen wir erst 2 Jahre arbeiten, dass die wieder Fragen stellen können, die sie wirklich interessieren. In der Universitätsschule macht man das unter anderem nicht das Fragenstellen, sondern das Dokumentieren, was wir gesagt haben vorhin, damit ich weiß, welcher Schüler an was gearbeitet hat mit Lernfaden. Und es gibt praktisch Lernmaterialien, bei uns heißen die Lernbausteine. Das heißt nichts anderes als ein zerschnittenes Lehrbuch, ne? In kleine Teile. Und die Schülerinnen und Schüler haben individuelle Stundenpläne. Also das ist so ein bisschen wie bei Ihnen, nur Sie machen das ja praktisch für ein Semester, ne? Schreiben Sie sich in einen Kurs ein. In der Universitätsschule sieht es so aus, dass ein Schüler, das ist in der Jugendstufe, das heißt ab dem 7. Jahrgang, sehen Sie hier, kann der entscheiden, in welches Atelier er geht. Also geht er in die Geistes- und Sozialwissenschaften, geht er in Musik, in Naturwissenschaften, in Spanisch, in Sprache, das ist Deutsch und Englisch, geht er in das Labor, das ist naturwissenschaftlich, oder geht er in Kunst. Und das muss er für sich jede Woche entscheiden. Genauso wie am Nachmittag er entscheidet, ne, in welche Art von Lernzeiten, da sagen die meistens dort, wo die Räume sind, sind dann auch bestimmte fachliche Grundlagen gelegt. Damit haben sie schon einfach die Möglichkeit zu sagen, ich entscheide, worauf ich Montagmorgen Lust habe
Und da gibt es Schüler, die merken halt Montagmorgen nie Mathematik, weil dann ist die Woche verdorben. Na, so. Und das können sie sonst nicht mitentscheiden. Und gleichzeitig lernen die Schülerinnen und Schüler in sogenannten Entwicklungs- und Ziel- und Bilanzgesprächen, dass sie sich immer was vornehmen müssen. Also was möchte ich denn in den nächsten 6 Wochen schaffen? Und je nachdem, was ich mir sage, was ich schaffen möchte, also wenn ich sage, ich möchte Feedback bekommen in Mathematik, dann muss ich halt auch einen Lernbaustein machen und muss im besten Fall auch einen Nachweis, einen Gelingensnachweis machen, dann muss ich mich halt möglicherweise öfters in Mathematik einschreiben. Damit schaffen sie die Möglichkeit, dass Schüler deutlich stärker von dem, was sie interessiert, am Ende müssen die trotzdem an einem vorbei, das ist klar, das wissen die auch, aber man kann zumindest als Schüler mitbestimmen, dass an dem Tag mit bei dem Lehrer möchte ich besuchen und möchte praktisch meine Bausteine bearbeiten. So, also, das ist noch interessanter. Nee, das können wir jetzt gerade, habe ich nicht die 60. Also Sie wählen praktisch, welche Inhalte Sie belegen wollen und bearbeiten wollen. Und dann können die praktisch die Schülerinnen und Schüler auch sich überlegen, welche Ressourcen brauchen Sie. Und eine der Ressourcen ist zum Beispiel diese Lernbausteine. Und das können Sie sich auch frei wählen. Also in einem Projekt, die arbeiten vor allen Dingen in der Projektarbeit, können die zum Beispiel sagen, okay, in dem Projekt geht es um die Uhrzeit, dann nehmen die sich automatisch Bausteine dazu. Oder sie sagen, nö, das hat alles nichts mit meinem Projekt zu tun, aber ich muss in Biologie unbedingt wieder einen Baustein machen, dann nehme ich hier möglicherweise den Baustein Biologie und dann bearbeiten sie diesen Baustein. In der Universitätsschule gibt es keine Hausaufgaben. Es gibt nur die Notwendigkeit, wenn ich das selber feststelle, dass ich das nacharbeiten muss, dass ich das dann bearbeite. Das kann ich aber auch in der Schule machen. So, und dann wird das Ganze abgetragen, was ich bearbeitet habe, in einem sogenannten Lernpfad. Ne, wenn Sie praktisch, den Mathe-Test Brüche gemacht haben, dann muss das ja irgendwie festgehalten werden, dass Sie schon Brüche gemacht haben und Ihre Mitschüler das noch nicht gemacht werden. Und das wird praktisch in diesen Lernpfaden getan und das ist alles digital. Also das, was Sie jetzt hier gerade sehen, sind praktisch immer entweder Fotos von der Software, beziehungsweise sind das manchmal auch so Konzeptbilder noch, weil man es in der Software dann meistens nicht mehr so gut sieht. Ne? Da sieht man nur noch die Oberfläche. Also in der Lern- und Schulmanagement-Software der Universitätsschule sind für alle Schülerinnen und Schüler solche Lernpfade hinterlegt, jeweils für die Fächer. Und die Schülerinnen und Schüler kriegen dann Rückmeldung. Machen Sie mal. Jetzt gucke ich mal. Genau. Die Rückmeldung sieht dann so aus. Ne? Der Schüler sieht seinen Lernpfad, das ist jetzt auch Mathematik. Ich kann Daten aus Diagrammen entnehmen und halt dafür 100% bekommen. Damit kann ich praktisch das Monitoring der Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des Digitalen viel einfacher machen. Das konnte man bisher meistens nicht. In den reformpädagogisch arbeitenden Schulen hat man meistens schon so gearbeitet, aber man hatte keinen Überblick. Und hier sehen Sie so eine Entwicklungsvereinbarung, an der festgemacht wird, was ich mache. Und dem Schüler wird dann praktisch, wenn hier festgehalten worden ist, du musst Mathematik machen und es ist die 4. Woche vorbei, wird dem Schüler gesagt, was hast du in Mathe gemacht? Na, das ist die 4. Woche, jetzt musst du aber loslegen, weil du hast gesagt, du möchtest einen Mathebaustein machen. Und das wird in das Digitale übertragen. Und ich hatte vorhin schon Ihnen erzählt, ne, das gibt eine Projektarbeit, also die Schüler arbeiten nicht in den klassischen Fächern, sondern in der Projektarbeit. Und die Projektarbeit ist auch digital gestützt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler geben hier ihre Daten für die Projektarbeit ein. Und darauf, auf deren Datenbasis, also wenn dann drin steht, ich brauche für mein Produkt den Chemieraum, ne, oder das Labor, wird dann der Stundenplan systematisch entwickelt, damit der Schüler dann auch häufig genug ins Chemieraum kann. So. Also die Idee, ne, also das Konzept der Universitätsschule ist viel komplexer. Ich wollte Ihnen aber nur versuchen zu zeigen, dass wir mit der Schulorganisation und die Lernorganisation mit dem Digitalen arbeiten und das miteinander verknüpfen. Und es nicht darum geht, dass die Schülerinnen und Schüler nur noch allein an einem Laptop arbeiten oder die Schülerinnen und Schüler
nicht mehr in kooperativen Lernprozessen sind, sondern es geht darum, individuelle Wege zu zeichnen. Und da kann ich mir das Digitale zur Hilfe nehmen. Der Vorteil ist, wir haben diese ganzen Daten auch als Universität und können uns auch anschauen, wie diese Lernentwicklung sich vollziehen, weil das ist das Problem der Bildungsforschung, die sieht das nicht. So, und gleichzeitig gibt es einen Nebeneffekt. Die Schülerinnen und Schüler ab dem 4. Jahrgang haben einen Laptop, der sie täglich begleitet, weil sie ihn vor allen Dingen für schulorganisatorische Elemente brauchen und weil sie natürlich in ihre Projektarbeit auch in die Recherche gehen dürfen mit dem digitalen Endgerät, wenn sie nachgewiesen haben, dass sie damit umgehen können. Und es gibt, vielleicht waren Sie, nee, da waren Sie noch nicht Teil von solchen Erhebungen, da sind Sie wahrscheinlich doch noch zu alt, doch schon zu alt. Es gab das erste Mal einen Aufschrei in Deutschland im Rahmen der ICES-Studie. Das ist eine internationale Studie zu den digitalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern. Und da hat Deutschland, zeige ich Ihnen gleich, nicht den besten Platz eingenommen, um es mal so vorsichtig zu sagen. Und es sind Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs gefragt worden. Und es ging vor allen Dingen auch darum, ne, wie oft nutzt du etwas? Und es ging neben dessen aber auch um sogenannte Competitional Thinking, also das sind so Kompetenzelemente, wo man versucht hat, durch bestimmte Kompetenzaufgaben nachzuzeichnen, können die überhaupt, also wissen die, was eigentlich ein Computer ist und auf welcher Logik er aufgebaut ist. Und da haben die, Deutschland sehr schlecht ausgesehen und man sieht es hier, die haben dann eingeteilt in sogenannte Kompetenzstufen. Und das heißt zum Beispiel die Kompetenzstufe 3 mit fast, naja, nicht ganz die Hälfte, 42,9% sind unter Anleitung in der Lage, Informationen zu ermitteln, Dokumente mit Hilfestellung zu bearbeiten und einfache Informationsprodukte zu erstellen. Und die Kompetenzstufe 4 hat dann noch 22% selbstständig und reflektiert digitale Medien und unterschiedliche Fähigkeitsbereiche zu nutzen. Also Sie sehen auch, ne, es wird immer dünner. Die Kompetenzstufe 5 sind wenige Prozentsätze und erschrocken ist man halt, dass man eigentlich in Deutschland, könnte man sagen, über die Kompetenzstufe 3 nicht hinauskommt mit fast 80%. Und der Nebeneffekt, bei dem, inzwischen wissen wir das, weil es eine Staatsexamensarbeit gab, aber ich habe noch nicht die aktuellen Daten für die Universitätsschule, man sieht halt, dass Schülerinnen und Schüler, wenn die systematisch mit diesem Gerät arbeiten, wenn es nicht so eine iPad-Klasse ist, die einfach zu mal das Gerät benutzt, entwickeln sie genau diese Fähigkeiten. So, und hier wurden immer sowohl Lehrer befragt, die praktisch die Wahrnehmung über die Schüler ausgedrückt haben, als auch die Schülerinnen selbst wurden befragt. Es geht hier zum Beispiel darum, inwiefern IT-bezogene Fähigkeiten in der Schule gefördert werden oder unterstützt werden. Und das Blaue ist der internationale Durchschnitt und das Gelbe ist Deutschland. Also man sieht, grundsätzlich sind wir überall hinterher. Und ich befürchte auch, dass es, also gerade gibt es wieder eine ICES-Studie, also 2023, jetzt wird erhoben, das heißt 2024 wird es die wieder geben. Sie sehen also schon alleine bei dem Informationsnutzung aus dem Internet liegen wir fast immer unter 50%. Und wie oft der Laptop benutzt wird, das liegt noch weiter zurück. So. Wir sind jetzt auch schon fast fertig. Neben dem ICES gab es danach eine Studie oder gibt es ein Konzept, in dem man versucht hat zu formulieren, was sind denn eigentlich digitale Kompetenzen, von denen da immer fortgesprochen wird. Und das ist jetzt, also jedes Jahr kommt ein neues Modell förmlich raus, das ist das aktuellste. Und was aber interessant ist, ne, also wir bewegen uns vor allen Dingen auch bei ICES erstmal nur bei der Information und teilweise noch bei Kommunikation und Kooperation oder Kollaboration. Und das hier ist bei der ICES-Studie zwar erhoben worden, aber da hat in Deutschland so unterirdische Werte, dass die gar nicht weiter diskutiert worden sind.
Und wir sehen aber, wenn, also wir haben praktisch die ICEL-Daten, also die Erhebungselemente von 2018 jetzt in der Universitätsschule genutzt und man sieht, dass man, also dass es wirklich einen signifikanten Unterschied zwischen den dem achten Jahrgang an der Universitätsschule, die seit 3 Jahren systematisch mit den Instrumenten arbeiten, auf allen 5 Bereichen halt gibt. Das Problem ist, dass Computational Thinking, das können Sie nicht so einfach erheben. Da sind wir so ein bisschen auf Beobachtungswerte zurückgeworfen. So, das ist praktisch das, was die Erziehungswissenschaften aktuell mit Digitalisierung macht. Und das war ja auch die Idee, dass Sie so einen ersten Einblick bekommen, wie Erziehungswissenschaften Digitalisierung ja, bespricht, diskutiert. Häufig ist es wirklich noch das Klassische, so wie unser Opal funktioniert, würde ich sagen. Auf der Ebene ist es häufig noch. Und Sie lächeln schon alle. Und wir versuchen praktisch mit der Universitätsschule es anders zu verbinden, zu sagen, es geht nicht darum, ob irgendwie der Rechner steht und es geht nicht darum, ob ich irgendeine App benutze, sondern es muss darum gehen, wie die Erziehungswissenschaft oder die Pädagogik damit unterstützt werden kann. Also was kann ich mir Schlaues aus dem Digitalen holen oder wie kann ich es nutzen dafür, dass ich zum Beispiel aufgrund von Lehrermangel, zum Beispiel aufgrund von Corona-Situationen, nicht alle können in die Schule gehen, Kompensationsstrategien entwickle für alle Beteiligten. Ne? Und ja. Gibt es da so einen Katalog, den Sie sozusagen rausbringen mit solchen Strategien, um das sozusagen aufzuschlüsseln? wenn es so schön wäre, dass man auf so einen Katalog warten würde, ne? Also, ja. Digitalisierung ist ja auch inzwischen ein extremes Politikum, ne? Auch gerade in der Bildungsfrage. Und das größte Problem ist eigentlich, dass es so vereinzelte Player gibt, die alle irgendwie eins machen. Ne? Es gibt also diese Bettermarkers, ne? Das sind die für Mathematik-Apps. So, dann gibt es gerade in Sachsen gibt es die Idee mit Area 9, das ist eine Lernmanagement-Ebene, mit der man versucht, mit KI unterstützt, Lernprozesse zu begleiten. Da hängt wieder die Politik mit drin. Bei sowas wie Bettermarks hängt es eher an Unternehmen. Ne, die ja, ich versuchen. Meinte jetzt aber eher das, was Sie in der was wir machen. Universitätsschule erarbeiten. Genau, das gibt also, es. Also das ist ja letztendlich ein Prozess, den Sie dort erarbeiten mit Strategien, die funktionieren, die nicht funktionieren. Genau, naja, sie werden halt ganz normal publiziert. Ne? Also ja. Sie können praktisch einen Bericht über die Lernpfade sehen und Sie ja. können Bericht über die Projektarbeit sehen und Sie können jetzt auch sehen, wie sich praktisch die Kompetenzen im Digitalen der Schülerinnen und Schüler verändern. Sie können auch sehen, wie sich überhaupt Freundschaftsnetzwerke verändern. Ne? Das sind ja auch Themen, die Schüler sehr wohl betreffen, wenn sie in der Schule sind, aber sonst interessiert es ja keinen, weil die stehen hinter jeder Leistung. Genau, das machen wir schon. Aber ob das zu irgendeinem Prozess führt, dass man sagt, okay, wir sollten vielleicht mal so darüber nachdenken. Also Sie arbeiten da nicht dran, das dann sozusagen auszuarbeiten und dann an andere Schulen weiterzugeben? Doch, das machen wir schon. Doch. Wir arbeiten schon auch mit Schulen, aber nicht nur auf das Digitale, also wir haben ja noch mehr Elemente. Ja. Und es wird sich eher zeigen, was Schulen dann übernehmen. Ne? Also Sie können, Schulentwicklung ist nie etwas, wo Sie sagen können, das nehme ich und das nee, natürlich nicht, aber es wäre halt interessant zu wissen, vielleicht auch, wie dann Strategien, einzelne Strategien, die Sie sozusagen erarbeitet haben, wie die sich dann in einem linearen Konzept Schule funktionieren. Die Idee ist, dass es so skaliert ist, dass es auch in der Linie, also ne, Lernpfad ist auch, ist ja etwas, was ich auch so benutzen kann, auch wenn ich einen klassischen Unterricht mache. Ne? Und auch Lernbausteine können Sie im klassischen Unterricht benutzen. Das ist ja nichts anderes als ein zerschnittenes Lehrbuch. Ne? Gleichzeitig können Sie es aber auch benutzen für Schulen, die zum Beispiel mit dem Lernbüro arbeiten oder Schulen, die mit dem Friday arbeiten. Die könnten das genauso nutzen. Und das ist auch die Grundidee dahinter, ne? Zu sagen, nee, ich kann nicht so besonders sein, dass ich nicht andockbar bin. Das war schon immer das Problem von Schulentwicklung aktuell. Ne? Das ist dann immer, die eine Schule macht so und dann kann keine andere mehr was davon nutzen. Mich würde mal interessieren, wie der Betreuungsschlüssel jetzt mit diesen digitalen Tools aussieht. Also braucht man mehr Lehrkräfte oder weniger? Sie haben ja nicht mehr. Also es ist eine ganz klassische öffentliche Schule. Und das heißt, Sie haben genauso viel Lehrer oder genauso wenig Lehrer, um es mal ehrlicherweise zu sagen, weil auch da ein Lehrermangel ist. Das Problem ist nicht unbedingt, die Tools einzusetzen, wenn die Schülerinnen und Schüler daran arbeiten.
viel problematischer ist, wir sind aktuell bei 700 Schülerinnen und Schülern plus 60, 80 Pädagogen im Schnitt. Das heißt, sie haben 780 Geräte. Wenn sie 780 Geräte haben in einem Unternehmen, haben sie eigentlich eine eigene IT-Abteilung. In Schule haben sie aber keine IT-Abteilung. Niemand. Sie haben bei dem Schulträger, und das liegt ja immer in den Händen der Schulträger, die digitale Ausstattung. Der Schulträger hat noch ein klassisches Ticketsystem. Und Sie können sich vorstellen, wenn das Ding nicht geht, dann komme ich nirgendwo ran als Schüler. Und es gibt sogenannte PITKOs, so heißen die in Sachsen, pädagogische Fachkraft für, das sind aber nichts anderes als klassische Lehrer, meistens Informatiklehrer oder informatikaffine Lehrer, die praktisch 2 Abminderungsstunden kriegen von ihrem Deputat und müssen dann dafür sorgen, dass 780 Geräte. Das ist eigentlich das größere Problem, ne? Und das ist aber ein grundsätzliches Problem bei Digitalisierung, weil es ist egal, ob es die Universitätsschule ist oder jede andere Schule ist, es wird nicht beachtet, dass es eigentlich eine IT-Support-Struktur braucht, wenn wir jetzt praktisch mit ganz viel, und es ist auch uninteressant, ob die personalisierte Rechner sind oder sie einfach, weiß ich nicht, 500 iPads haben, ne? Und damit weiß ich, wie viele iPad-Wagen, dann muss das genauso gewartet und instand gehalten werden. Das ist das größere Problem. Nicht unbedingt, wenn die Schüler arbeiten, das geht ganz gut. Haben Sie aber auch festgestellt, dass jetzt die digitalen Methoden das unterstützen, dass man mit weniger Lehrkräften klarkommt? Oder ist es so, dass es eher noch eine Hürde ist, die man dann überwinden muss, wenn man halt diese ganzen Probleme hat und dafür aber keine Lösung hat? Nee, ich würde trotzdem so wenig Lehrkräfte hat. Nee, ich glaube, also erstens ist die Schule ja erst aufgewachsen bis zum 9. Jahrgang, ne? Also weil wir ja praktisch erst 5 Jahre alt sind und wir haben mit der 1 und der 5 angefangen. Und was ich mir erwarte nach wie vor, und man sieht erste Tendenzen im 9. Jahrgang, dass Schülerinnen und Schüler ab dem 9. Jahrgang immer selbstständiger arbeiten können, ne? Und sie dann eigentlich dort einsparen, weil sie, das wissen sie von sich, erstens hat man manchmal auch keinen Bock mehr auf Lehrer ab einem bestimmten Alter, ne? Also, und ist froh, wenn man sie nie sieht. Und zum anderen, wenn man gut gelernt hat zu lernen, kann man ja alleine lernen. Der Lehrer kann eh nicht für einen lernen, ne? Und wir erleben eher, dass ab der 9. es in so einen Konsultationsmodus geht und damit brauchen sie natürlich weniger Lehrer. Also die Zeit, die Lehrer miteinander, mit einem Schüler verbringen, ist intensiver, ne? Aber dafür brauchen sie den meistens nicht mehr und sie brauchen die auch immer weniger als Erzieher, ne? Der immer wieder was nachhält. Dann eher, wenn es besondere Schülerinnen und Schüler sind. Also das merken wir schon, aber ich glaube, das wird sich erst in den nächsten 4 Jahren noch deutlicher zeigen, ne? Also weil wir bis zum Gymnasium aufwachsen und von den 11ern und 12ern erwarte ich mir eigentlich, dass die dann schon studentenähnlich arbeiten, ne? Weil sie sind das ja gewohnt, ne? Und sie haben ja auch kein Setting, wo 8 Stunden am Tag jemand um sie rumhüpft, sondern im Gegenteil. Genau, aber ansonsten ist es immer, ne, bei Inklusion hat man schon gehofft, Lehrer einsparen zu können. Mhm. Und am Ende werden sie bei der Digitalisierung, im besten Fall können wir die besser nutzen für die Schüler, wenn die jünger sind und das brauchen, oder für Schülerinnen und Schüler, die diese Bildungssprache nicht beherrschen. Ne? Das wäre die eigentliche Idee. Ihr habt vorhin was gesagt zum Thema, ab wann die den Computer sozusagen nutzen dürfen. Wie sieht da die Einstufung aus? Also wie ist es eher so ein Seepferdchen-Type-Style, also ey, ja, du kannst jetzt schwimmen in diesem Bereich, nee, das machen ist die das eher so ein Füller-Führerschein-Ding. Das machen die in der 1 bis 3 schwimmen die im Seepferdchen, also da gibt es sogenannte Werkstattrechner, das heißt, die dürfen da auch schon einen Rechner, aber die sind halt in dem Raum und der, ich weiß nicht, 2 oder 3 gibt es pro Stammgruppenraum und dann dürfen die, wenn die genau sagen, was sie machen wollen, dann dürfen die da auch ran. Hm. Und am Ende der 3 müssen die wirklich einen Führerschein machen. Hm. Und die können den auch wieder weggenommen bekommen. Ne? Also weil dieses Gerät ist ja wunderbar, um alles andere zu machen, als zu lernen. Ne? Also da kann man, was man da alles machen kann und was man sich da alles holen kann. Ich habe auch den ersten Schüler erwischt, der mit ChatGPT seinen Lernbaustein bearbeitet hat. Das wird jetzt auch nochmal, das wird total spannend. Und ich fand den Dialog zwischen den Schülern total interessant, weil der eine hat immer gesagt, nein, das kannst du nicht, das kannst du doch nicht machen. Und der andere hat wirklich das nur eingegeben und hat natürlich eine Antwort bekommen, die aber, ich fand, noch nicht ganz passend war. Jetzt müssen wir das nochmal eine Runde auswerten. Ja, aber werten Sie das dann auch mit den Schülern aus? Ja. Weil letztendlich ChatGPT ist
Wunderbar. Das ist cool, ne? Ja. Man muss natürlich nur wie mit Wikipedia mit einem kritischen Denkprozess rangehen. Richtig, genau, genau. Und das, aber also wir das müssen, genau, aber so das ist ja praktisch auch etwas, was wir mit den Schülern lernen. Ja. Ne? Also ja, das genau. Sie können das, wie mit Wikipedia, ich habe Wikipedia auch immer genutzt und erst als die ersten Studenten Klausuren mit Wikipedia beantwortet haben, habe ich verstanden, wie kann man, wenn man die Vorlesungsfolien gesehen hat, jetzt die Wikipedia-Einträge, und die waren auch noch so doof und haben zu zehnt das so gemacht, so dass ich erst gedacht habe, die haben abgeschrieben voneinander, und erst dann habe ich verstanden, die haben Wikipedia genommen. Ne, also, und dann muss man natürlich miteinander in den Diskurs gehen und sagen, okay, Wikipedia ist zur Orientierung super, aber wenn Sie eine fachliche, ne, wenn Sie eine Vorlesung gehalten haben, gehört haben, sollten Sie nicht Wikipedia als Informationsquelle nehmen, das wird schwierig. So, ne? Und so muss man mit den Schülern auch arbeiten. Wikipedia ist zum Beispiel für die der Klassiker, gerade wenn sie 4., 5. Jahrgang sind, dann sind diese Texte noch gerade so irgendwie lesbar. Und so wird es mit ChatGPT auch werden. Und es ist natürlich für uns spannend, weil die können damit ja auch ihre Tests alle bewältigen mit ChatGPT. Ne? Und wir müssen jetzt praktisch in den Prozess mit denen kommen, das ist wie bei Ihnen halt. Meine letzte Klausur in der Didaktik wurde auch eine mit ChatGPT beantwortet. Man muss einfach nur lernen, wie kann man damit umgehen und was hat das mit meinem Lernprozess zu tun. Aber wir lernen das praktisch mit denen. Ne? Jedes Mal, wenn die uns einen Schritt voraus sind, müssen wir schnell hinterher und überlegen, wie können wir jetzt mit ihnen umgehen. Genau. Aber es ist natürlich ganz unterschiedlich. Sie haben Schülerinnen und Schüler, die im 4. Jahrgang wirklich schon, die können schon programmieren. Ne? Das kommt immer auch darauf an, aus welchen Elternhäusern sie kommen. Und dann haben sie da Kinder, die wissen nicht mal, wo sie das Ding ein- und ausschalten. Auch da müssen sie ganz differenziert diese Führerscheine anlegen. Aber das machen wir, genau. Und das wird auch ganz konsequent eingefordert. Und diese Logiken, was Sie gesehen haben, dass die sich einschreiben können, das machen die in der 1 bis 3 auch. Aber da haben sie das klassische Whiteboard stehen unten, weil Schüler ja, wenn die so klein sind, noch gar nicht eine Woche, das ist ja manchmal wie ein Jahr für andere Menschen, die können sich praktisch immer morgens, dann nehmen die ihren Klebename und den kleben sie hin. Also die lernen das erst immer haptisch, das ist für uns ganz wichtig, und dann gehen sie erst ins Digitale, wenn sie die Struktur verstanden haben. Das ist, und da glaubt man, also da wird häufig das Digitale auch überschätzt, ne? Als könnte man das dann digital, und wenn man es aber in Haptik, in Realität nicht kann, dann muss es nicht unbedingt heißen, dass man es dann in der virtuellen Umgebung auf einmal kann. Genau. Gut. Es ist eigentlich hier noch ein Video drin, aber ich will die Technik nicht überfordern, weil das Ding ist ausgestellt. Und wenn ich ihn und einen Stummfilm gucken, ist Quatsch. Wenn Sie auf YouTube gehen und Universitätsschule anwenden, dann werden Sie das auf alle Fälle sehen. Da gibt es so einen kleinen, also ich kann Ihnen das Bild dazu auch zeigen, aber mehr macht, glaube ich, keinen Sinn. Da sehen Sie unter anderem, dass es gibt zwei solche kleinen Darstellungen. Das eine ist, wie wir mit Studierenden auch arbeiten. Also Sie sind herzlich eingeladen. Wenn das Thema für Sie irgendwie interessant ist, in irgendwelchen Seminaren bei uns vorbeizuschauen. Es gibt eine Forschungsstelle, die sitzt übrigens auch hier in der Rotunde. Und wir haben nicht immer das Thema Digitalisierung, wir haben auch wie Schriftspracherwerb und solche Sachen, aber wir haben auch das Thema. Und wenn Sie da Interesse und Lust haben, sind Sie herzlich eingeladen. Und gern gucken Sie einfach auf YouTube, da finden Sie unter Universitätsschule eine ganze Menge und können sich da auch nochmal in Ruhe das Konzept, das wäre einfach viel zu lang gewesen, wenn ich Ihnen jetzt erkläre, was Projektarbeit ist, was Lernfahrt ist, was, da hätten wir auch mehrere Stunden gebraucht. Okay? Gut, dann danke Ihnen. Schöne Weihnachten.